Moses ist nicht nur für Juden und Christen ein großer Prophet, auch im Islam spielt er eine wichtige Rolle. Doch wenn heute das Stichwort Islam fällt, denken viele an Selbstmordattentäter und an den Heiligen Krieg. Aber erlaubt es der Koran wirklich, Andersgläubige zu töten? Und wenn ja, ist alles, was geschrieben steht, wirklich so gemeint, wie es islamistische Fundamentalisten auslegen? Und ist unsere Bibel wirklich so viel friedvoller? Christen glauben an die Dreifaltigkeit. Muslime nennen Gott Allah. Die einen stellen die Botschaft des menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus, in den Mittelpunkt ihres Glaubens. Die anderen stützen ihren Glauben auf die Lehren eines Propheten, Mohammed. Trotz der Unterschiede, die beiden großen Weltreligionen haben mehr gemeinsam als oftmals angenommen. Das Christentum hat rund 2 Milliarden Anhänger, die vorwiegend in den Ländern der westlichen Welt leben. Die Zahl der Muslime liegt weltweit bei rund 1,2 Milliarden. Der Islam dominiert vor allem in Asien und Afrika. Beiden Religionen gemein, die Gläubigen orientieren sich an einer heiligen Schrift. Für die Christen ist es die Bibel, für die Muslime der Koran. Bibel und Koran sind jahrtausendalte Schriften. Ihre Botschaft ist nicht immer ganz eindeutig. Gläubige beider Religionen legen die Inhalte der heiligen Bücher zum Teil unterschiedlich aus. Die Texte des Alten und des Neuen Testaments stammen aus der Zeit von 600 vor bis 500 nach Christus. Der Koran ist jünger. Seine Verse entstanden rund 100 Jahre später. Nach muslimischem Glauben hat Mohammed auf dem Berg Hira in der Wüste der arabischen Halbinsel nahe Mekka eine Begegnung mit dem Engel Gabriel. Der gleiche Engel wird von den Christen als der Erzengel Gabriel verehrt. Mohammed erhält von dem Engel die Botschaft Allahs. Allah ist der einzige Gott und Mohammed sein Prophet. Die Geburtsstunde des Islam. Die Botschaft des Engels gibt Mohammed im Laufe seines Lebens an die Autoren des Koran weiter. Er selbst ist Analphabet. Nach dem Tod des Propheten werden die Texte in Abschnitte, sogenannte Suren, zusammengefasst. Die Bibel existiert zu dieser Zeit schon. Bibel und Koran haben die gleichen Wurzeln, ähneln sich doch viele der Geschichten. Beide Bücher erzählen von Jesus, dem Propheten Moses und der Jungfrau Maria. Der Koran ist in einer Situation entstanden, in der es viele verschiedene Religionen in Mekka gab, auch Juden und Christen. Und von denen hat nach westlicher Auffassung der Koran und Mohammed vieles übernommen. Weitere Gemeinsamkeit? Beide Lehren kennen nur einen Gott, der gleichzeitig der Schöpfer der Welt ist. Sowohl in der Bibel als auch im Koran erschafft Gott das Licht, das Wasser, die Pflanzen, die Tiere und schließlich den Menschen. Gott hat die Welt geschaffen, aber im Unterschied zum Alten Testament nach muslimischer Vorstellung nicht in verschiedenen Abschnitten in 7 Tagen, sondern der Schöpfungsprozess hat begonnen und ist eigentlich immer noch unterwegs. Die Beschreibung des Sündenfalls. Sowohl Koran als auch Bibel berichten von Adam und Eva. Allerdings in der Bibel überredet die Schlange Eva zum Essen der verbotenen Frucht. Danach verführt Eva Adam zur Sünde. In der Bibel hat also die Frau zuerst gesündigt. Zur Strafe werden beide aus dem Paradies vertrieben. Nur ein bisschen anders erzählt der Koran die Geschichte. Nicht Eva verführt Adam, sondern Satan. Er bringt Mann und Frau gleichzeitig zu Fall. Anders als in der Bibel wird Eva nicht zur Verführerin, sondern zur gleichberechtigten Verführten. Das Frauenbild des Koran ist sicherlich von einer grundsätzlichen Frauenfreundlichkeit geprägt. Es gibt gegenüber Gott keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und das mag einer der Gründe sein, warum Eva nicht als die Böse in diesem Fall auftritt. Weitere Parallele:
Moses ist für Christen und Muslime ein wichtiger Gesandter Gottes und eine Schlüsselfigur in Bibel und Koran. Die wichtigste Gemeinsamkeit, das Bekenntnis zu einem einzigen Gott. Es ist der Prophet Moses, der den Gläubigen beider Religionen die Gebote Gottes überbringt. Jene Grundwerte verbinden Islam, Christentum und das Judentum unwiderruflich. Wir haben im Koran eine Reihe von Geboten, die insgesamt sind es dann 14, die zusammenkommen. Da sind viele Dinge, die wir gemeinsam haben. Also du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst deine Eltern ehren. Sogar die Person Jesus taucht in beiden Büchern auf. Für die Christen ist er der menschgewordene Sohn Gottes. Im Koran nimmt Jesus ebenfalls eine zentrale Rolle ein. Sie beginnt mit einem göttlichen Wunder, der unbefleckten Empfängnis. Der Koran spricht ehrfürchtig von dem Vertreter des Evangeliums. Die Gemeinsamkeiten zwischen Jesus und Mohammed sind zunächst einmal, dass beide aus muslimischer Sicht Propheten sind. Beide haben eine Botschaft, eine schriftliche Botschaft von Gott erhalten und sie sind als Warner und Mahner zu ihren Völkern gekommen. Der Unterschied ist, dass nach christlicher Vorstellung Jesus ja Gott und Mensch ist und für Muslime ist er nur ein Mensch. Dennoch gleichen sich die Botschaften des Koran und der Bibel. In beiden Religionen spielen Nächstenliebe und Fürsorge eine tragende Rolle. Die Menschen sollen sich gegenseitig kein Leid zufügen, so die jeweilige Kernaussage. Allerdings, sowohl Bibel wie Koran lassen sich auch anders lesen. Islamische Fundamentalisten rechtfertigen ihr Tun mit bestimmten Stellen im Koran. Derjenige, der in Allahs Namen einen Krieg geführt hat, stehe bei Gott in höherem Ansehen. So heißt es in einer Sure des Koran. Ist dieser Satz tatsächlich eine göttliche Rechtfertigung für Gewalt? Um die Aussage der Sure richtig einzuschätzen, muss man auf die Geschichte des Islam und der jungen muslimischen Gemeinde vor 1400 Jahren zurückblicken. In der Schlacht bei Badr kämpfen die Gläubigen gegen das herrschende Volk der Mekkaner. Denen missfällt die damals neue Lehre Mohammeds, es gäbe nur einen Gott. Die Bewohner Mekkas verehrten zu jener Zeit über 360 Götter. Die religiösen Oberhäupter sehen Mohammed und seine Anhänger als Bedrohung ihres Vielgötterglaubens an und vertreiben sie auf brutale Weise aus der Stadt. Die Muslime fliehen durch die Wüste nach Medina, beratschlagen dort und beschließen, sich gegen die Mekkaner zur Wehr zu setzen. Allah unterstütze diese Selbstverteidigung, so der Glaube. Mohammed berichtet von diesem Kampf gegen die Mekkaner. So wurde die Geschichte im Koran aufgeschrieben. Damals ging es für die Muslime um das Überleben ihres Glaubens. Heute dient diese Sure den religiösen Extremisten als Aufruf zum Heiligen Krieg, als moralische Rechtfertigung für Terror. Der Großteil der gläubigen Muslime teilt diese Interpretation der Sure nicht. Extremismus hat natürlich nichts mit dem Islam zu tun, sondern nur mit Menschen, die diese Religion für ihre Zwecke missbrauchen. Auch unter Christen gibt es Fanatiker und auch diese Menschen benutzen die Bibel, um ihre Gewalt gegen andere zu begründen. Und darum geht es jetzt bei Welt der Wunder. Christentum extrem, die gewalttätige Seite der Bibel. Was passiert, wenn man die Bibel wortwörtlich nimmt?